Grüß Gott, ich bin Pater Augustinus von St. Ottilien. Ich begrüße euch von nah und fern ganz herzlich willkommen bei der Meditation. Das Thema für die heutige Meditation heißt Umgang mit Gedanken, Sorgen und Gefühlen. Gefühle sind da, ob wir wollen oder nicht. Gefühle sind weder gut noch schlecht. Gefühle wie Angst, Trauer, Wut, Schuld, Neid, Misstrauen, Ohnmacht, Verzweiflung gehören ebenso zum Menschsein wie Gefühle der Freude, der Begeisterung, der Liebe. Es sind auch endlose Ketten von Gedanken. Wir verlieren die Aufmerksamkeit und handeln nicht der Situation entsprechend und wundern uns dann, dass etwas schief läuft. Natürlich ist dies umso schwieriger, je mehr wir unter Stress stehen, Erwartungen hegen, Erfolgsdruck produzieren. Unser Problem ist nicht die Abwesenheit von Gedanken, Sorgen und Gefühlen, sondern dass wir an ihnen festhalten und sie als angenehm und unangenehm bewerten. Wir sind gedanklich überall, nur nicht bei uns selbst. Wenn wir uns selbst wertvoll fühlen, nehmen wir uns selbst bewusster wahr, fügen wir keine Deutung, keine Erklärung, keine Bewertung auf die klare Wahrnehmung hinzu. Nehmen wir einfach alles wahr, wie es ist. Nehmen wir alles an, was auf uns zukommt. Wir sagen ja zu dem, was wir erleben. Indem wir ja sagen, sind wir ganz da. Krishnamurti betont, Meditation ist keine Gedankenkontrolle und keine Gefühlskontrolle. Der Weg der Ruhe, Kontemplation, Meditation, Zen besteht darin, dass wir alle unsere Gedanken und Gefühle zulassen, uns aber nicht von ihnen beherrschen lassen. Wichtig ist, ich bin da. Wenn wir uns mit Gefühlen auseinandersetzen, sollten wir uns als erstes bewusst sein. Gefühle sind eine Gaben Gottes. Und in der Bibel steht, dass Gottes Gaben vollkommen sind. Gott schuf uns mit der Fähigkeit, alle diese vielen verschiedenen Gefühlen zu empfinden.
sowie alle Gaben, die Gott uns gibt, sind auch die Gefühle zu unserem Nutzen da. Gefühle dürfen Platz einnehmen in unserem Glaubensleben. Glaube und Gefühl gehören zusammen. Sie fließen aus demselben Herzen heraus. Gefühle werden nicht bewertet und finden ganz selbstverständlich ihren Ausdruck im täglichen Leben. Gefühle vor und mit Gott gelebt verändern unseren Glauben und damit unser tiefstes Wesen als Menschen. Sie werden zu einem Segen für uns selbst, für unsere Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen. Darum ist gerade das Herz der Ort der Entscheidung des Menschen, aber auch der Begegnung mit Gott. In der Meditation lernen wir, unsere negativen Gedanken und Gefühle zuzulassen und dann loszulassen. Die Meditation des Augenblicks verhilft uns, jetzt und hier den Moment und die Gegenwart wahrzunehmen, durch bewusstes Wahrnehmen von Atmung, Gedanken, Sorgen und Gefühlen lernen wir mit Meditation wieder mühelos körperlich und geistig Entspannung zu erreichen. Sazen bzw. Sitzen zu machen, das heißt hier und jetzt vollständig in seinen Körper und seinem Geist zu sein. Wir hören auf, uns an unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Meinungen und unsere Vorurteile zu klammern. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Sorgen wir uns nicht, sondern leben wir im Augenblick und legen alles in Gottes Hände. Ich lade euch ein, zur Ruhe zu kommen. Nun wollen wir zusammen beten und meditieren. O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Lied Geht unter der Gnade. Gottes Segen, geh in seinem Frieden.
Wir sitzen so still wie möglich und schließen unsere Augen. Ein Klangschalle klingt. Wir hören zu. Worin glaubt ihr? Worin liegt die Heizkraft? Bei der Klangschale oder beim Zuhören. Lauschen macht still, das ist heisern. Die Klangschallen geben uns die Fähigkeit, offen zu sein. Und der Körper ist im Augenblick entspannt und locker. Und bereit für die Meditation. Wir richten unsere Wachheit auf das Hören und auf das Spüren. Thank you.
sitzen wir in der Stille. Einatmen, Gott, du in mir. Ausatmen und ich in dir. Wir bleiben wach. Warte auf Gottes Wirken in deinem Herzen und in deinem Leben. Wir legen alles in Gottes Hände. Gott, du in mir, ich in dir, du in mir, ich in dir. Im Vaterunser beten wir für leidende Menschen in der Welt, für unsere Angehörigen und Freunde, für den Frieden in der Welt und in uns selbst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. So segne euch der barmherzige Gott,
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch für das Dabeisein. Lebe, lache, liebe und lege alle Sorgen in Gottes Hände. Zum Schluss hören wir Orgelmusik. Ihr könnt danach gerne noch in der Stille sitzen bleiben. Gute Nacht und bleibt gesund.